Servus Leute und willkommen zurück zu Rescue 2 Everyday Heroes. Wir sind hier, haben jetzt ein paar Aufträge und die Mission starten wir gleich. Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt ein bisschen was hingeschickt, was sinnvoll war oder nicht, kann ich nicht sagen. Rettungswagen kommt nochmal daher, KLF stellt sich da irgendwo her. Rettungswagen aussteigen, Leute aussteigen. Du holst mal den Verletzten da raus. Brauchst nimmer, brauchst nimmer, brauchst nimmer, brauchst. Ah, okay. Der hat schon. Dann nimmt sich der bitte mal aus dem Wagen ein. Erste Hilfe. Der bringt ihn da raus. Stelle ich da hier rüben hin. Passt, du drop. Droppen. Passt. Runterkaut. Renn weg. Du behandelst. Ich sage ja, wenn man so einen Schnelleinsatz hat mit den Feuerlöschzügen. Weil die selbst schießen, geht das so, das geht einfach sowas von schnell. Und wir haben ihm jetzt nicht einmal wegfahren müssen, kriegen 900 dafür. Schönes Einkommen. Ein Bild als Dankeschön haben wir auch schon oft bekommen. So, hier können wir gleich noch zusätzlich jetzt nämlich den Rettungswagen hinzusenden. Laut dem brauchen wir das. Und dann werden wir gleich schauen, was wir hier zu tun haben. Mission starten. Wir haben jetzt den Schaumlöscher dort halt für Elektrobände. Das bringt man nur nichts. So, wir werden den sofort wieder zur Wache zurücksenden. Der bringt man nämlich genau gar nichts. Zur Wache zurück. Der kommt nochmal daher. Aber der hat kein. Scheiße, der hat ja keine. Jetzt weiß ich es nur nicht, ob der Feuerlöscher drinnen hat. Bin mir nämlich nicht sicher. So, was ist jetzt Unit available? Ah, welche hatten jetzt die Feuerlöscher drinnen? Ist wurscht, dann mach mal den Schlauch, der hat eh Wasser drinnen. So, aussteigen, liebe Leute. Du rennst da hin, du rennst da hinten hin, du rennst auch da hinten hin. Du mach die Tür auf. Und du mach einmal da aus dem Wagen, hol da den Schaumdings. Schaumanschluss, Schaumanschluss, Schaumanschlüsse. Ich koppel ihn an. Du renn gleich weiter, mach die Tür auf. So, du schalt den Strom ab. So, der haut das da aus. Der geht da rein. Mach da mal das hier. Der kommt zu dem, holt sich eine Spritze. Ich weiß noch nicht, ob wir da irgendwann einen Tank haben. Ich hoffe, das geht sich aus mit dem. So, anschließen und dann beginnen wir gleich ins Löschen. Boah, mach doch die Tür auf. Ah, nein, nimm den raus da. So, du beginnst Löschen. Ich hoffe, dass der genug Wasser hat. Ich hoffe es, dass er genug Wasser hat. Dass der löschen kann. Ohne Probleme. Ah, weiß es nicht, laut dem geht es sich aus. So, droppen, dann ist die Person. 7 Brände. Das geht mir aber ein bisschen zu schnell voran. Mit den Bränden. Ich hoffe, dass ich fange dann nicht gleich ins Weiterbrennen an. So, ich renne mal darüber. Du zuerst da drüben löschen. So, lösch da jetzt noch. Lösch den scheiß Computer. Oder was halt da brennt. Die Lüftungsanlage und dann da hinten noch. Und dann haben wir den letzten zwei Brände auch gelöscht. Perfekt abgeschlossen in 2 Minuten 38. Das ist ja trotzdem prima gegangen. Besser als ich gedacht habe. So, mal alle wieder zurückkehren lassen. Und dann warten wir auf die nächste Hauptstory-Mission. Entzünden. Da holen wir sich einfach hier den Schaumlöscher. Das müsste reichen. Hoffe ich zumindest. Da haben wir entzünden. Scheiße, da hätte ich jetzt den Feuerlöscher gebraucht. Dann schlägt man da den großen plus Rettungswagen. Entzünden. Ich hoffe, das reicht, aber wenn nicht, müssen wir den Schaumlöscher woanders.
Das sollte sich aber ausgehen. So. Zack, zack, gelöscht. Das ist das Geilste. Das Ding ist einfach so Mörder. Das ist einfach 1000 bekommen für im Endeffekt nichts zu tun. Entsenden. Schaumlöscher. Bitte dorthin. Ja, das ist der größere Brand, was ein bisschen blöder ist. Und da brauchen wir unbedingt einen Schaumdings. Wieso sie nicht direkt fahrt, verstehe ich auch nicht. Mission starten. So. Du kommst mal daher irgendwo. Ah nein, du musst dich ja da hinten hinstellen. Also na, Blödsinn, warte mal. So, du stellst einmal raus, Leute lassen. Zack. Zack. Du hol mal die erste Person. Wo rennst du dahin? Du hol die zweite Person. Ich will jetzt nichts riskieren, dass wir die sterben, deswegen warte ich lieber. So, runterdroppen lassen. Du holst einmal aus dem Auto. Na, den Schaumding. Du holst aus dem Auto eine Spritze. Und du fahr da rein einmal. Und fang ins Löschen an. So. Du fahr da ein Stück zurück. Dass du nämlich dich da unten ankoppeln kannst. Du koppel dich da an. Okay, der schafft das aber eh fast alleine. Der haut die Leute runter. Ihr zwei steigt's mal aus. Du holst da mal ein Erste-Hilfe-Pack. Nimm das Erste-Hilfe-Set, das ist ja viel besser, oder nicht? Ein Erste-Hilfe-Set kann nicht besser sein. Irgendwo ist noch ein Brand. Boah, der hat den Brand nicht für einen selber gemacht. So, bitte Erste-Hilfe machen. Du nimm da die erste Person. Ab mit dir in den Rettungswagen, vielleicht können wir auch der soll das zurückschicken. Vielleicht kann die zweite auch gleich noch auf die Paare hauen und auch noch reinschieben. Dann können wir sogar mehrere rein. Sehen wir eh gleich. Na, geht nicht. Deswegen mit dir zuerst mal zum Wagen. Jo, das war's eigentlich schon. Abgeschlossen. Dann können wir den sagen, einsteigen, Werkzeug zurück, Werkzeug lösen, was sagen wir hier noch, keine Ahnung, es ist vollkommen wurscht, der soll aussteigen, der soll den nehmen und einsteigen lassen. Wir sind so schnell jetzt schon, wir sind wirklich geil drauf. Das sind halt immer die gleichen Missionen leider ein bisschen. Was dadurch beruht, dass wir dann so schnell sind. Ihr seht hier, wenn es den Schaumlöscher weiß, zack, 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 weglöscht. Letztes Mal hat es noch alles ins Brennen angefangen, da hinten. Die Leute habe ich geschwind rausgeholt, sind gerettet gewesen, schnell. Meine Feuerwehrmänner haben nichts im Endeffekt abbekommen. Schön gemacht, 2700 kassiert. Perfekter Auftrag. So, wir spulen vor, dass wieder alle zu Hause sind. Da haben wir wieder ein Bildes Dankeschön bekommen. Einsatz, entsenden, einmal Drehleiter, einmal den großen und dann würde ich sagen, den Schaumlöscher, das reicht so. Und dann brauchen wir noch entsenden, den Rettungswagen. Weiß ich nur nicht, ob ich den brauche. Mission starten. Das ist, glaube ich, das eingestürzte Regal, wenn ich nicht täusche. So, wir brauchen als erster den hier. Genau, der soll da rüberfahren gleich. Löschen. Dann kommt der daher. Daher. Und ihr steigt einmal da, stellt euch hierher. Und euch würde ich nicht brauchen. So, der löscht das. Das müsste eigentlich gleich weg sein alles. So, euch brauchen wir mal aussteigen. Ein Maxel kommt dahin. Das zweite Maxel kommt da drüben hin. Das Maxel kommt da drüben hin. Ups,
Der will da jetzt an. Okay, letztes Mal hat er noch von der anderen Seite. Du stell dich auch gleich da drüben hin. Und fahr du noch mal ein Stück weg, dass ich das besser sehe. Du fang auch gleich da mal ins Weghauen an. Ach so, das ist überhaupt ein anderes. Da ist nur der eine. Ich hätte glaubt, ich habe jetzt gar nicht geschaut. Ich wollte schon wieder auf die vom Dach retten. Dann kommst du auch dorthin. Einmal aufstellen bitte. Zack, weg mit dir. Ah, das geht so schnell. Wir sind einfach Profis schon. Wir sind einfach Profis. Aber ich will die nächsten Fahrzeuge, die müssen jetzt nachher auch kommen. Wir werden einmal schauen, was es noch... Also Blödsinn, die Sie... Oh ja, sieht man schon noch, was es noch gibt. Und die nächste Feuerwehrwache wäre jetzt schön langsam mal angebracht. Nimm die Person und ich hoffe, es packt jetzt nicht beim Runtergehen. Hinunter mit dir. Dass du von oben ins Klettern anfängst und nicht von unten. Opfer gerettet. Mission abgeschlossen, 1300. Perfekt absolviert. In 10. Wir werden hier gleich den Schaumlöscher in 10. Und nur den. Der muss reichen. Das ist ein Elektrobrand, der kann das gleich löschen. Fertig aus. Und wir sind fertig. Ein Bild als Dankeschön erhalten. Und wenn nicht, hole ich mir nachher noch welche dazu. Aber eigentlich sollte der das löschen können. So, gleich mal Zeit beschleunigen, dass der schneller oben ist. Mission starten. Und wir haben eine Hauptgeschichte-Mission wieder. Ich bin jetzt gespannt, ob es funktioniert, so wie ich es vorhabe. Zack, herfahren. Und fangen ins Löschen. Ungeeignetes Löschmittel. Scheiße. So, das bedeutet, wir holen uns hier am besten den hier in 10. Das ist ja der Schaumlöscher. Schaumlöschfahrzeug, ja? Scheiße. Ich hoffe, der Schaumlöscher hat jetzt... Was hat denn der an Bord? Also dann ist es wurscht, wenn ich den Strom abgeschalten habe. Ah, das ist blöd, dass der keine Fahrer, keine Leute an Bord hat. Jetzt muss ich auf den extra warten. Jetzt fängt alles zu brennen an. Nur weil ich zu dumm war, dass ich den richtigen gleich... Dass ich einen mit... Schaut, dass du da keine Leute reinsetzen kannst. Weil wenn du einen mit gehabt hättest, hättest du das rausgeschalten, fertig, der hat seine Schaum drauf gehabt und es wäre erledigt gewesen. So, du gehst gleich her. Magst du auf, bitte? Komm. Mach doch die Tür auf. Hau die Tür ein schneller, es fängt schon zu viel ins Brennen an. So, können wir gleich mal auf den Blick da nach hinten gehen, dass wir zu den elektrischen Schalter kommen. Zack, weg mit dir. Und sobald das geht, löschen wir gleich. Dann geht das mit dem Schaum schnell und flott voran. Perfekt, 1 Minute 34 abgeschlossen. Mission verlassen und wir kommen in die nächste Hauptgeschichte-Mission und die werden wir sich wieder durchlesen. Ein Öltanklaster ist in einem Mehrfamilienhaus geprallt und nun laufen hochentzündliche Flüssigkeiten aus. Bürger berichten, dass sich in dem beschädigten Haus noch Personen aufhalten sollen. Die Feuerwehr West bittet dich um Hilfe, da der Einsatz für ihr Team aufgrund ihrer mangelhaften Ausrüstung zu gefährlich ist. Na dann, ich würde sagen, wir holen uns den Schaumlöscher. Den Tanklöscher, den da und einen Rettungswagen. Achso, wir brauchen. Dann kommt der Tanklöscher wieder weg, dann kommt die Drehleiter und der Rettungswagen. In 10. Das muss reichen. Und dann schauen wir sich noch kurz an, wie das Ganze hier ausschaut. Zack, die ersten sind da. Ich würde sagen, wir stoppen da kurz auf Pause. Wir haben hier einen Brand. Und da oben haben wir... Ja, aber nicht jetzt ernst, oder? Okay, wir machen das. Das ist jetzt nicht die Wahnsinnsaufgabe. Okay, keinen Weg gefunden. Das bedeutet, wir müssen zuerst einmal schauen, wo die stehen. Und wo das... Jetzt ist der depperte Ding da im Weg, oder wie? Verstehe. Ja, lass mal fahren. Und du fängst ins Löschen an, sofort.
Schaumkanone drauf und geht schon. Zack, Brand ist gleich weg. So, den haben wir dann unten noch hin. Da sollten wir die Brände noch löschen. Du kannst gleich einmal deine Leiter rausstellen. Und ihr steigt es mal aus. Wo sind jetzt die? Die steigen wir mal aus. Das machen wir in dem Part noch fertig. Ja komm, lösch den Scheiß. Das gibt's nicht, dass ich jetzt nicht löschen kann. Komm, lösch den Scheiß da. Rauf mit dir. Rauf mit dir. Und der löscht schon wieder nicht. Löscht mir den einen bitte. So, perfekt, da sind jetzt zwei zum Retten. Die machen wir, das machen wir in dem Bad jetzt noch. Ich hab keinen Bock, dass ich da noch einmal anfangen soll. Für was? Es geht so schnell. Das als Hauptmission finde ich jetzt ein bisschen lächerlich. Geschichte ist zwar interessant, aber es sind noch immer Brände. Ah, oh, haben wir jetzt in irgendeinen dummen einen Feuerlöscher drinnen. So, nimm da einen Feuerlöscher raus, bitte. Sag jetzt nicht, jetzt habe ich genau die zwei erwischt, die. So, droppen. Droppen. Und du lösch jetzt bitte. Drehleiter. Ich kann jetzt nichts machen gerade. Irgendwie. Der will noch immer weggetragen werden. Wieso löscht er da nicht? Fahr ein bisschen weiter weg. Lösch einmal. So. Du nimmst jetzt bitte aus dem Auto einen Feuerlöscher raus. Und löscht jetzt das hier. Und wo brennt jetzt noch was? Ich sehe keinen Brand mehr. Oder zählt das als zwei Brände da? Verbleibende Brände 1. Aber ich kann draufklicken ohne. Da brennt nichts mehr. Ich war wieder zu schnell. Vielleicht brennt da noch was, keine Ahnung. Da brennt noch was angeblich. Aber das ist nichts mehr. Keine Ahnung, was da jetzt noch brennt. Ich würde sagen, ich werde die Mission, wenn es jetzt nicht geht. Er sagt mir, da brennt irgendwas. Aber ich sehe jetzt auch keinen Stromschalter oder sowas, den ich abschalten kann oder so. Leider. Vielleicht wird der Feuer, wenn man noch die Person drauf hat. Er sagt mir, da brennt was, aber da brennt nichts mehr. Ich kann da machen, was ich will. Da sind keine Brände mehr sichtbar. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach im nächsten Part nochmal an, die Mission. Und ich bin für heute auch die Aufnahmesession. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es hier wieder weitergeht bei Rescue 2 Everyday Heroes. Bis zum nächsten Mal.